Wir trauern um die Opfer rechtsextremistischer Gewalt, insbesondere um Enver Şimşek und Abdurrahim Özidoğlu aus Nürnberg, Süleyman Taşköprü aus Hamburg, Habil Klitsch aus München, Yunus Turgut aus Rostock, Ismail Yaşar aus Nürnberg, Theodoros Bulgarides aus München, Mehmet Kubaschik aus Dortmund, Michele Kiesewetter aus Heilbronn und Halit Yozgat aus Kassel. Sie wurden heimtückisch von Rechtsextremisten ermordet. Unser Mitgefühl und unsere Verbundenheit gelten den Angehörigen der Opfer rechtsextremer Gewalt. Wir trauern mit ihnen und fordern alle Verantwortlichen auf, den Hinterbliebenen gegenüber deutlich zu machen, dass sie nicht alleine sind. Wir erklären unsere feste Absicht, künftig weiter stark und konsequent alle demokratischen und gewaltfreien Möglichkeiten zu nutzen, um den Neonazis keinen Raum zu geben. Wir sind entsetzt über das Ausmaß der menschenverachtenden Gewalt, die mit rechtsextremistischen Hintergründen in Deutschland verübt wurde und eine neue Dimension rechtsextremistischer Bedrohung in Deutschland bedeutet. Es ist beschämend, dass in Deutschland offenbar über fast eine Dekade hinweg Morde und Anschläge aus rechtsextremem Motiv heraus geschehen konnten, ohne dass eine Spur zu den Tätern geführt haben soll. Es ist beschämend, dass diese Morde in einer Weise dargestellt wurden, die der Öffentlichkeit nahelegt, die Täter im Umfeld der Opfer zu suchen. Wir fordern daher eine rasche, öffentlich geführte und transparente Aufklärung über Ermittlungsfehler. Vor allem die Rolle aller Verfassungsschutzämter muss aufgeklärt werden. Wir müssen engagierter, aufmerksamer und entschlossener jeder Form des Rechtsextremismus, von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und Intoleranz entgegentreten und gemeinsam, konsequent und ideenreich dafür sorgen, dass Kassel eine Stadt des friedlichen Zusammenlebens und der Ermutigung bleibt. Vielen Dank. Ich stelle fest, dass Sie die Einladung zur heutigen Sitzung ordnungsgemäß erhalten haben. Ich stelle auch die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Sie finden auf Ihren Tischen die Vorlage des Magistrats betreffend des Hessentages 2013, zu Top 7 die Haushaltssatzung 2012, die Veränderungslisten 2 und 3 zum Haushaltsplan 2012 und Änderungsanträge der Fraktionen. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht, Integration und Gleichstellung zu Top 8, Gesundheit Nordhessen Holding AG, Gründung der Kassel School of Medicine GmbH. Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr zu Tagesordnungspunkt 9, Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel. Es geht um die Ahrensbergstraße 21-23. Den vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel, ebenfalls zur Ahrensbergstraße 21-23 zu Top 10. Schlussempfehlung des Ausschusses für Recht, Integration und Gleichstellung zu Tagesordnungspunkt 13, Städtische Werke AG, Beteiligung an der Tüger. Schlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr
zu Tagesordnungspunkt 19, Bebauungsplan der Stadt Kassel, Heiligenröder Straße. Zu Top 20, vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel, Kasselfeld. Zu Top 21, vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel, Sonderweg Läden, Wolfhager Straße, Angersbachstraße. Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Recht, Integration und Gleichstellung zu Top 23, Abschluss eines Vertrages zwischen der Stadt Kassel und der Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Zu Top 24, Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen. Zu Top 26, Neufassung der Gefahrenabwehrverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt Kassel. Eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr zu Tagesordnungspunkt 27 betrifft den Perspektivplan Wohnen. Ich gebe bekannt, dass ich die Tagesordnungspunkte 9 und 10 betreffend Adelsbergstraße und die Tagesordnungspunkte 11 und 12 Salzmann und Masterplan für den Kasseler Osten wegen Sachzusammenhangs zusammen aufrufen. Ich bekomme gerade den Hinweis, dass oben auf der Empore gefilmt wird. Das bitte ich zu unterlassen. Dafür gibt es keine Genehmigung. Bitte nehmen Sie das Gerät dort weg. Dankeschön. Ich gebe noch einmal jetzt zu.